Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und schönen guten Abend zum Druckhelden VIP Talk hier aus dem Stechert Business und Tagungszentrum nach der 2:4 Heimniederlage gegen den ersten FC Kaiserslautern mit Stefan Teska zu meiner Rechten und Robert Schul zu meiner Linken. Robert, was ist passiert nach der 60. Minute, würde ich sagen, oder? Kurz nach der Pause gab es noch eine Chance auf 3:0 zu erhöhen. Was war dann los? Hallo erstmal, schwer zum Erklären. Wir spielen so eine gute erste Halbzeit und ab der 60. Minute hören wir einfach komplett auf zum Fußballspielen. Darf uns einfach nicht passieren. Wir müssen ganz klar aufs 3:0 gehen und dann ist das Spiel vorbei. Machen wir aber nicht und was dann passiert, ist katastrophal. Ist das wie so eine Art, wie soll ich beschreiben, vielleicht so ein bisschen wie ein Trance, du kriegst das 2:1, dann fällt das 2:2, das 3:2, die Kinnlade fällt immer weiter runter und schwierig sich da wieder rauszureißen auch? Ja, wenn uns das erste Tor passiert, kann immer passieren, aber dann müssen wir als Mannschaft auftreten. Das haben wir einfach nicht gemacht und dann bekommst du das zweite, dritte und vierte und gehst dann unter. Vielen Dank, Robert Schul. Stefan, was gehen dir für Gedanken gerade durch den Kopf? Gar nichts. Ich bin zur 60. reingekommen. Genau zur richtigen Zeit, genau. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Okay. Keine Erklärung dafür jetzt. Ich glaube, zu dem Spiel gibt es heute auch nicht viel mehr zu sagen. Kopf nicht in den Sand stecken ist das Wichtigste. Es geht schon weiter in einer Woche in Sandhausen. Dann ein zweites Auswärtsspiel in Karlsruhe. Und am 19.12. sehen wir uns dann hier wieder. Das letzte Mal vor Weihnachten gegen Leipzig. Die Jungs bleiben natürlich trotzdem noch ein paar Minuten. Autogramme und Fotos, wer möchte, gern hier vorbeikommen. Ansonsten trotzdem ein schönes Wochenende und einen guten Nachhauseweg.